Das Hochland von Tibet gilt als das Dach der Welt. Monatelang herrschen Eis und Schnee in einem der extremsten Lebensräume der Erde. Wer hier überleben will, braucht Durchhaltevermögen. Mit diesen Worten startet die NDR-Dokumentation Wildes China. Hierbei geht es aber nicht um das Durchhaltevermögen der tibetischen Bevölkerung, die seit der Annexion der chinesischen Volksrepublik unermüdlich um ihr Überleben kämpft, sondern um die tibetischen Nationalparks. Die Naturfilmreihe wurde Anfang März dieses Jahres im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt und ist in der ARD-Mediathek verfügbar. Wir stehen heute hier in Berlin vor dem ARD-Hauptstadtstudio, um ein klares Zeichen gegen die Einflussnahme der Kommunistischen Partei Chinas in den deutschen Medien zu setzen. Die vermeintbar harmlose Dokumentation bedient alle von der KP vorgegebenen Narrative zu Tibet und unterstützt die Strategie der Imagepolierung Chinas. Wir fordern, dass die öffentlich-rechtlichen Sender sich nicht instrumentalisieren lassen und klar Haltung zeigen. In dieser Koproduktion zwischen BBC und dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV finden sich Szenen, in welchen Tibeter, darunter Yak-Hirtinnen, buddhistische Mönche und Vogelschützer als glückliche Menschen unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei gezeigt werden. In unserer ersten schriftlichen Beschwerde, welche wir in Kooperation mit Gesellschaft für bedrohten Völker am 22. März an ARD und NDR versendeten, haben wir die Verantwortlichen auf die Missstände klar hingewiesen und aufgefordert, die Dokumentation aus der Mediathek zu löschen oder diese klar erkenntlich als Propaganda zu kennzeichnen. Die Reaktion auf unser Schreiben war enttäuschend und erschreckend zugleich. So rechtfertigte der NDR-Redaktionsleiter, dass die Szenen außerhalb der autonomen Region Tibets gedreht wurden, diese kulturell tibetisch geprägt seien, aber politisch zu China gehören. Zitat: Nach unserer Kenntnis, bestätigt von Tibet-Experten, ist die Ausübung des Buddhismus und das Betreiben etwa eines buddhistischen Klosters in den Regionen, die politisch zu China gehören, tatsächlich liberaler möglich als in der autonomen Region Tibet. Zitat Ende. Dies sind eins zu eins Behauptungen, die von der Kommunistischen Partei Chinas propagiert werden und schlichtweg falsch sind. Diese Gebiete in Ost-Tibet wurden nach der Besatzung in die chinesischen Provinzen Qinghai, Gansu, Sichuan, Yunnan zwangseingegliedert und leiden seitdem extrem unter der systematischen Zerstörung der tibetischen Kultur und Identität. Um auf die anhaltende Unterdrückung aufmerksam zu machen, haben sich seit 2009 157 Tibeterinnen, darunter unzählige Mönche und Nonnen, selbst verbrannt. Die meisten dieser Proteste fanden in Ost-Tibet, außerhalb der autonomen Region, statt. Die letzte Verhaftungswelle von jugendlichen Tibetern sowie die Ermordung des 19-jährigen Mönchs Tenzin Nima, welcher im Januar 2021 an den Folgen der Folter erlag, fanden in der Stadt Zabompo in Sherchul bei Karse statt. Diese Stadt ist nur 2 Autofahrstunden vom Drehort Shanyangyuan Nationalpark entfernt. Erst kürzlich erreichte uns die Nachricht, dass nach dieser Verhaftungswelle das chinesische Militär die Dörfer in der Umgebung stürmte und gezielt nach verbotenen Fotos von seiner Heiligkeit den Dalai Lama suchte, um diese zu beschlagnahmen. Mit solchen Säuberungsaktionen wird die Bevölkerung bewusst eingeschüchtert und gedemütigt. Hinter mir ist das Bild des 11. Panchen Lamas. Er ist nach dem Dalai Lama das zweithöchste Oberhaupt im tibetischen Buddhismus. Am 17. Mai 1995 wurde er im Alter von 6 Jahren von der chinesischen Regierung entführt. Vergangenen Sonntag wäre er 32 Jahre alt geworden. Aber er bleibt bis heute verschwunden und der jüngste politische Gefangene der Welt.
Auch sein Bild ist in Tibet verboten. Der Ort Yushu liegt ebenso unmittelbar in der Nähe der Drehorte. Hier lebte der bekannte Aktivist und politische Gefangene Tashi Wangchuk, welcher eine 5-jährige Haftstrafe bekam, weil er den Erhalt der tibetischen Sprachen in Schulen forderte. Es kann also nicht von einer liberaleren Lebensweise gesprochen werden, wenn der Besitz von Bildern der religiösen Oberhäupter zu Haftstrafen und Folter führt, Klöster regelmäßig Umerziehungsmaßnahmen unterzogen werden und jeglicher Einsatz für Menschenrechte hart bestraft wird. Auch die beiden Nationalparks, in denen gedreht wurde, sind aus menschenrechtlicher Sicht problematisch. Ihre Entstehung hat massiv dazu beigetragen, die jahrtausendealte Nomadentradition in Tibet zu zerstören. Unter dem Vorwand des Umweltschutzes setzt die chinesische Regierung Maßnahmen durch, die innerpolitische Ziele verfolgen, wie beispielsweise die Zwangsumsiedelung in Städten. Hierbei geht es vorrangig um die Verschärfung der Kontrolle und der Auslöschung der tibetischen Identität. Die Realität der Tibeterinnen, auch außerhalb der autonomen Region, ist geprägt von Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen. Eine Dokumentation, in der es keinen Platz für Kritik und Hintergrundinformationen gibt, ist als politisches Statement zu betrachten. Auf unser Antwortschreiben an die NDR und ARD-Redaktion, in der wir über die Einschränkungen der Religionsfreiheit in Ost-Tibet aufklärten, haben wir noch keine Rückmeldung erhalten. Es ist alarmierend, dass Tibet immer seltener von den Medien und der Politik thematisiert wird. Die schleichende Einflussnahme Chinas, bei der nur einseitige Informationen verbreitet und Menschenrechtsverletzungen außen vor gelassen werden, ist in der deutschen Medienlandschaft angekommen. Wir appellieren an die ARD, mutigen und professionellen Journalismus zu fördern, der auch, wenn es um Produktionen rund um China geht, keine Ausnahmen macht und es als üblich empfindet, Szenen des chinesischen Staatssenders ungefiltert zu übernehmen. Löschen Sie dieses politische Statement unverzüglich aus Ihrer Mediathek und distanzieren Sie sich von chinesischer Propaganda. Es darf nicht weiterhin akzeptiert werden, dass eine unabhängige Berichterstattung über Tibet seit 2008 nicht mehr möglich ist und die chinesische Regierung ihr Idealbild alleine verbreitet. Die Menschen in Tibet, Ostturkistan, Hongkong, Taiwan und der südlichen Mongolei leiden unter der chinesischen Machtregime. Und auch die Tier- und Naturwelt wird erst dann wieder im Einklang sein, wenn die Menschen ein Mitspracherecht haben. Ich fordere alle Zuseherinnen dazu auf, schreiben Sie eine Beschwerde an die ARD, aber auch an andere Medien und Produktionen, um sich daran zu erinnern, Ihrer journalistischen Tätigkeit in Tibet wieder nachzugehen.